Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Und in der letzten Folge haben wir uns etwas schwer getan mit diesem Rätsel. Aber unser lieber Paratus Dikimius hat ja gesagt, dass die sich bei Hitze und Frost verändern würden. Ja. Also geben wir mal ein bisschen Hitze und Frost drauf. Ist das schon zu viel gewesen? Weiß ich jetzt nicht. Cool. Der ist schon mal richtig. Da fehlt einer. Ja, es war doch schon mal gar könnt nicht ihr mal so vielleicht woanders schlecht. mit dem Feuer spielen? Ihr wisst schon, nicht in meiner Nähe. Das bedeutet, wir müssen nur noch den hier bewegen. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das. Ich wäre gar nicht drauf gekommen, dass das Hitze oder Frost ist, die man hier benutzen muss. Die jahrelange Arbeit macht sich endlich bezahlt. Der gefällt mir überhaupt nicht. Ich wechsle wieder auf meinen geliebten Bogen. Vulkanglasbogen, ja. Aber was ist es? Diese Resultate sind ganz anders, als sie sein sollten. Diese Projektion sollte erleuchtet sein wie der Nachthimmel. Irgendetwas verursacht eine beträchtliche Störung. Irgendetwas in Winterfeste, wie es scheint. Was für ein Spiel treibt ihr da? Ist das etwa ein Versuch, meine Arbeit zu behindern? Nein. Also, was ist? Was habt ihr getan? Wusstet ihr, was wir zu erreichen versuchten? Seid ihr hier, um sicherzustellen, dass euer Plan aufgegangen ist? Dass eure Anstrengungen nicht umsonst waren? Nun, erklärt euch! Ich weiß nicht, worum es geht. Ganz einfach. Ihr kreuzt einfach hier auf, gerade als unsere Arbeit beinahe vollendet ist. Und nun bekomme ich keine Ergebnisse wegen irgendeiner Sache, die an eurer Akademie passiert. Ihr haltet mich wohl für dumm. Glaubt ihr wirklich, ich kann den Zusammenhang nicht sehen? Ihr habt meine Arbeit ruiniert. Wie habt ihr es gemacht? Ich habe wirklich Entweder keine. belügt ihr mich, oder? Ihr habt da etwas in eurer Akademie, nicht wahr? Etwas unglaublich Mächtiges. Etwas, das alles übersteigt, was ich jemals erwartet hätte. Was ist es? Na sowas. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Wenn man das berücksichtigt, ergeben die Resultate gleich viel mehr Sinn. Der Stab, ja. Interessant. Ich kann euch nicht alles erklären. Dadurch würde ich viele der Geheimnisse verraten, die die Synode über die Jahre hinweg zusammengetragen hat. Ich bezweifle außerdem, dass ihr alles bis ins Detail begreifen würdet. Habt ihr jemals das Planetarium in der Kaiserstadt gesehen? Das diente als Inspiration für diese Idee. Anstatt den Himmel zu projizieren, projizieren wir ganz Tamriel und nutzen dann die latenten Energien zur Überlagerung der Positionen von... Ihr müsst nur wissen, dass das Ziel der ganzen Arbeit war, uns Quellen großer magischer Macht zu offenbaren. Natürlich nur zum Schutz des Kaiserreichs. Und doch wurden uns am Ende nur zwei Orte offenbart. Der andere Ort? Nun, es kann sich nur um Labyrinthion handeln. So, so, Magier von Winterfeste. Wie es scheint, habe ich eure Absichten durchschaut. Selbst wenn all eure Worte Lügen waren, weiß ich, dass ihr in Winterfeste etwas habt,
das den Rat der Synode sehr interessieren wird. Also schön, tretet auf der Suche nach eurem Stab den langen Weg nach Labyrinthion an. Ich hingegen werde nach Cyrodiil zurückkehren und dem Rat meinen vollständigen Bericht unterbreiten. Diese Sache ist noch nicht vorbei, das kann ich euch versichern. Okay. Bin ich das? Ich glaube eher, ich habe hier mehr entdeckt, als ich mir jemals erhofft hatte. Ihr werdet mich mit euren Schwindeleien nicht verwirren. Nun, ja, wahrscheinlich. Ich meine, ja, natürlich ist er dort. Aber das spielt nun keine Rolle mehr, weil ich weiß, dass ihr in eurer Akademie etwas noch viel Wichtigeres verbergt. Der Rat muss davon erfahren. Er muss wissen, was ihr im Schilde führt. Ich bin in amtlichen Angelegenheiten des Hohen Rates der Synode hier. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ich glaube, wir sind hier fertig. Kann ich den jetzt töten? Erstmal speichern. Was war das? Hallo. Oh, verdammt. Aua. Au. Na, einfach mal töten. Au. Okay, vielleicht bringt das ja was, wenn die Synode nicht davon erfährt. Weil der Typ tot ist. Naja. Wer weiß. Müssen wir jetzt eigentlich komplett hier rauslaufen oder können wir uns auch in die Weltkarte teleportieren? L. Und dann. Du kannst aus diesem Ort nicht schnell reisen, Mama. Oh oh. Bislang habt ihr euch gut geschlagen, doch es stehen schwere Zeiten bevor. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass ihr sofort in die Akademie zurückkehrt. Okay. Ihr werdet aufgefordert werden, schnell zu handeln. Stellt euch der Herausforderung und findet heraus, wozu ihr fähig seid. Ihr seid auf dem richtigen Weg und ihr werdet Erfolg haben. War das vielleicht wieder der Psychic-Orden oder sowas? Schneebären. Was? Ich habe alles genommen? Nein, habe ich nicht. Gut. Dann ab nach draußen. Boah, diese Krähenhexen oder Rabenhexen oder sowas sehen sowas von ekelhaft aus. Das kann... Ich möchte die nicht als Nachbarn haben, ehrlich gesagt. Das ist nicht so mein Traum. So von wegen Nachbarschaft. Naja. Mal gucken. So. Cool, jetzt haben wir geladen. Und das, was ihr jetzt hier zum ersten Mal seht, ist ja das neue ENB in der Außenwelt. Und ich würde gerne einmal gucken, was wir noch für so Quests so haben. Gehe einer koptischen Botschaft, suche Florin, ja, nimm einmal auf. Stimmt. Okay. Ja, ich glaube,
können als erstes das machen. Oh, das sieht so geil aus jetzt. Finde ich. Oh, da ist ein Drache. Guck mal. Treffe ich den von hier aus? Nein, okay. Das neue EMB sieht geil aus. So. Wo müssen wir dafür hin? Ich würde sagen, wir gehen einmal nach Windhelm. Ja, nach Windhelm schnell reisen. Denn wir haben ja da einen kleinen Verkäufer, bei dem man allen möglichen Krimskrams loswerden kann. Das würde ich jetzt gerne einmal machen. Und danach laufen wir weiter. Allerdings wissen wir noch nicht, wohin. Sieht ja schon richtig geil aus, ne? Es ist kein Geheimnis, dass der Aretino-Junge irgendein Ritual abhält, um die dunkle... Es ist mir egal. Denn ich möchte jetzt Sachen verkaufen. Und nur deswegen bin ich hier. Und ich glaube, ich habe sogar noch etwas zu wenig. Ja, ich brauche noch 3 Stunden. So, 7, 8, 9, ja. Ah. Da kann ich gar nicht rein. Gut. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Stimmt, ich habe meine Waffen noch dabei. Aber egal. Wir müssen ja nur. Ja, genau, zu den Gebrauchtwagenhändler. Mal gucken, was der dabei hat. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Ja, meine Waren sind alle rechtmäßig. Was ich von meinem... Oh, etwas hiervon, etwas davon. Dann zeig mal, was wir dir alles verkaufen können. Ja, wie viel Gold hast du? Gut. Kann ja erstmal so gucken. Einladung, Forschungsprotokolle, Giftrezept, Giftrezept, Lähmung, ne. Frostbiss. Ich glaube, die kann ich sogar beide verkaufen, weil ich die beide schon habe. Das brauche ich alles. Das sollte ich auch. Obwohl, da kann ich auch ein bisschen was verkaufen. So, Rolle des Eisstachels. Okay. Hoho. Dann so ein bisschen Frostgifte kann ich verkaufen. Was haben wir denn noch hier so viel? Trank der Ausdauer. Machen wir auch nicht sehr viel. Oh, Trank der Heilung, das war jetzt schlecht. Das wollte ich eigentlich nicht. Trank der kleinen Heilung. Trank der Magika. Trank der starken Ausdauer. Trank der starken Heilung. Ausdauer wiederherstellen. Können wir auch so ein bisschen was verkaufen. Und Magika generieren. Und schwere Rüstung. Fertigkeit, schwere Rüstung. Kann ich eigentlich alle verkaufen. Brauche ich nicht. Zweihändig brauche ich auch nicht. Ja. Gut, was hat der denn noch so alles dabei? Wundertrunk der Gesundheit, nein. Aber hier die Heilungssachen kann ich mir mal holen. Dann Krankheitsresistenz auf 100%. Och ja,
Waffen können um 15% verbessert werden. Das klingt doch gar nicht so scheiße. Ausdauer generiert sich. Das ist alles schwer. Und das ist zu... Ein Schuppenpanzer. Stahlplattenstiefel. Rüstungswert. Den kann ich mir auf jeden Fall gönnen. Oder Ring der Schmiedekunst, ja. Hier baue ich eigentlich auch nicht viel, denn ich habe meine Sachen. Naja, auf jeden Fall könnte ich dann noch einmal das Pharma-Schild verkaufen, dann das Saphir-Ding, das Magier, Juwelenhalskette. Also hier gibt es schon alles Mögliche, was ich noch verkaufen kann. Magieresistenz um 12%. Ja. Gesundheit um 10%. Ja. Habe ich dann noch ein paar Waffen. Den Zwergenbogen. Kann ich verkaufen. Dann. Meine verzauberte Spitzhacke. Nein. Drachenfluch. Ne, hier nichts mehr. Aber ich habe doch bestimmt noch was anderes, was ich so verkaufen könnte. So ein paar Teile. Oder ein paar Granatsteine. Zack. Und was haben wir noch? Nehmen wir noch hier das Golderz. Zack. So. Wieso nicht? Schon wieder vorbei. Ja, schon wieder vorbei. So, haben wir hier noch irgendwas? Ach, das muss ich ja alles stehlen. Habe ich keinen Bock drauf, deshalb machen wir das nicht. Ab nach oben. Und auf die Weltkarte gucken und gucken, wo dann Mirandas Tempel ist. Wohl kann ich vorher noch irgendwas machen in Weißlauf? Ja, ich könnte meine Rüstung, bestimmt meine Rüstung aufbessern. Dann gehen wir auch mal schnell dahin und dann kommt man meine Rüstung dran. Mal gucken, was wir dann machen. Ich würde gerne diesen Septinus-Dingsbums da machen. Endlich mal. So, zack. Habe ich irgendwelche Waffen, die ich überhaupt... Ah, Drachenfluch. Hochwertig. Cool. Natürlich machen wir das Ganze auf. Nee. Das kann ich natürlich nicht. Ich muss unbedingt auf Schmiedekunst Level 60 kommen. Hochwertig. Ich habe keinen Brachen. Mist. Okay, dann würde ich sagen... Nein, erstmal gehen wir hier unser Erz machen. Oh, wieso drücke ich nur daneben? So, einmal... Cadmium und Eisen und nochmal und dann das bisschen und dann das bisschen. Oh, davon haben wir ein paar, würde ich sagen. Wieso nicht?
Super. So. Und dann, ein bisschen Rüstung bauen. Was haben wir denn so? Eisen. Eisenbarren. Ach, uns fehlen Eisenbarren. Ja, okay. Fehlt uns Leder. Leder können wir herstellen. Wir haben noch Wolfspelz, glaube ich. Zack. Sonstiges. Leder. Da. Leder. Ja. Und einmal Lederstreifen. Zack. So. Dann gucken. Wir brauchen 4 Leder. Pelz. Schmuck. Sonstiges sind gusseisernen Topf. Nein. Gut, dann bauen wir mal alten Panzerhandschuhe. Und die werden dann hochwertig gemacht. Ja. Zack. Und wir haben keine Eisenbahn. Okay. Wir haben keine Eisenbahn, also würde ich sagen, warten wir da noch. Past Midnight. So ein paar Stunden. Und während wir warten, würde ich mich schon mal verabschieden und sagen, bis zum nächsten Mal. Na? Komm schon. Haut rein.